Herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz zur Regionalliga-Partie BFC Dynamo gegen den 1. FC Magdeburg, entstanden 0:1. Unserem Gästetrainer Jens Hertel zuerst die Möglichkeit zum Fazit. Ja, wir sind natürlich riesig erleichtert, hier die 3 Punkte mitgenommen zu haben. Wo wir wissen, gegen eine ganz, ganz schwer zu spielende Mannschaft. Ich denke, es war für die Zuschauer auch kein schönes Spiel. Es war aber ein sehr, sehr intensives Regionalliga-Spiel mit hohem Tempo, mit viel die Leidenschaft auf beiden Seiten. Und hat man natürlich schon auch gesehen, dass diese Woche diese Mannschaft wahrscheinlich noch mehr zusammengeschweißt hat vom BFC. Die haben so viel investiert und haben uns also richtig Mühe gemacht. Aber auf der anderen Seite waren wir heute einfach auch mal dran, auch mal dreckig 3 Punkte mitzunehmen. Das haben wir gemacht. Wir haben es dann mit Kratzen, Beißen, Spucken am Ende verteidigt und nach Hause gebracht. Das ist auch eine Qualität, die wir so bis jetzt noch nicht hatten. Ich hoffe, das gibt uns weiter Selbstvertrauen für die nächsten Wochen. Aber auch im BFC muss sich niemand Gedanken machen. Es ist eine gute Mannschaft, die werden ihren Weg auch in der Regionalliga machen und auch bald wieder bessere Ergebnisse einfahren. Danke. Dankeschön, Herr Hertel. Kevin Meiner hat im sportlichen Leiter die Möglichkeit, Fazit zu ziehen für 90 Minuten. Erstmal Glückwunsch an Magdeburg, ganz klar. Riesenkompliment an die Mannschaft. Ich denke, die hat heute aufopferungsvoll gekämpft. Sie hätten sich mit einem Punkt belohnt. Letzte Woche habe ich gesagt, es waren schwere Tage. Jetzt war es eine sehr, sehr schwere Woche. Wie der Trainer sagt, wir sind ganz, ganz eng, noch enger zusammengerückt, ist ganz klar. Und die Jungs hätten sich am Ende einfach mit einem Punkt belohnt. Am Ende fehlt uns auch ein bisschen die Breite, was ich letzte Woche schon gesagt habe, um einfach nochmal eine gewisse Qualität nachzuschießen. Das ist uns leider vergönnt momentan. Ronald Wolf hat sich auch, glaube ich, etwas schwerer verletzt, so damit der nächste Spieler ausfällt. Und die Situation wird nicht leichter, aber wir schauen alle nach vorne und hoffen auf Besserung. Danke. Dankeschön, Kevin. Gibt es seitens der Pressevertreter Fragen an die Trainer? Bei Wolf, das ist eine Verdachtsdiagnose. Ich denke, Muskelfaser ist aktuell. Und natürlich müssen wir auch nochmal die Trainerfrage diskutieren. Wie weit sind Sie vorangeschritten bei der Trainersuche? Und vielleicht können Sie nochmal kurz das Anforderungsprofil skizzieren. Ich denke, wir hatten ganz, ganz tolle Gespräche die Woche, sowohl mit meinem Wirtschaftsratschef Peter Mayer und mit dem Präsidenten Norbert Uhlig, die von hoher Qualität geprägt waren. Einerseits haben wir unter 6 Augen viel gesprochen, hatten dann auch 1-2 Kandidaten da. Die Suche ist jetzt schwer zu sagen. Wir haben eine kleine Traube, es hat sich eine kleine Traube rauskristallisiert. Es sind 3 Kandidaten. Ich denke, wir werden morgen oder die Tage die Gespräche fortführen und werden dann sehen oder werden Ihnen dann nächste Woche mitteilen, wer es wird. Und wichtig ist, dass wir uns jetzt auf Mittwoch konzentrieren, aufs nächste Highlight. Wir wollen eine Runde weiterkommen, Pokal. Das ist eine große Prämisse für den Verein. Und da müssen wir alle nach vorne schauen. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe es nicht der Fall. Dann wünsche ich einen angenehmen Heimweg, schönen Restsamstag noch und wir sehen uns dann am Mittwoch hier im Berliner Pilsener Pokal. Dankeschön. Ja, Glückwunsch. Kiwi. Ja.